mal gemütlich machen. So. Huch! Hallo meine Lieben, herzlich willkommen zurück zu einem neuen Auswandern-Ungarn-Video. Wer hätte das gedacht? Einige von euch wahrscheinlich nicht mehr. Das wird jetzt eine Art Laber-Video, also macht es euch gemütlich, lehnt euch zurück, macht euch einen Tee oder einen Kaffee. Ich habe einen Kaffee. Und ich möchte heute mit euch über unser Haus in Ungarn reden, über das Thema Auswandern und die jetzige Situation, wie es aussieht, ob unser Haus weiter saniert wird oder nicht und ja, wann wir überhaupt das nächste Mal nach Ungarn fahren werden, können, wie auch immer und ja, was unsere Sorgen sind in der jetzigen Zeit mit dem Coronavirus. Also, ich wünsche euch ganz viel Spaß bei diesem Video. Ja, in den letzten Hausupdates zu unserem Haus in Ungarn muss ich sagen, dass ja schon immer das jetzt so schleppend voranging, dass es nicht so saniert wurde, wie wir uns das am Anfang gedacht haben, also so schnell, so zeitnah, wie wir uns das vorgestellt haben. Viel waren wir auch selber schuld, weil wir halt von Höcksken auf Stöcksken gekommen sind und Fenster, die schon erneuert wurden, umgebaut haben und so, das wisst ihr alles. Aber das war halt viel vertane Zeit. Aber jetzt durch diesen Coronavirus ist es nochmal so richtig ins Stocken gegangen. Es dürfen zurzeit, so wie wir gehört haben, nur einige Gewerke arbeiten. Das sind jetzt halt nur so Sachen, die wir gehört haben. Also ich habe da nicht auf irgendwelchen Seiten im Internet recherchiert oder so. Und zurzeit ist kompletter Stillstand bei unserem Haus. Ich habe noch ein paar Bilder, die füge ich euch mal ein. Von der Küche, wie weit es da gekommen ist, da wollten wir ja die Balken an der Decke einbauen lassen. Das ist auch passiert, der Dachdecker war noch da, also bevor das alles losging mit der Ausgangsbeschränkung. Das ist ja auch in Ungarn die Ausgangsbeschränkung. Also das hat er noch geschafft und die Bilder werde ich euch mal einblenden. Also die Decke ist halt runtergekommen in der Küche und um diese zu stützen, wurden diese Balken eingebaut. Die finden wir sehr schön, die werden auch sichtbar bleiben und dazwischen kommen dann halt diese Strahler, so eingebaute Spots, die haben wir von Amazon nach Ungarn schicken lassen, das hat wunderbar geklappt, nur sind diese leider noch nicht eingebaut und es wurden halt noch ein paar Wände verputzt und so, aber weiter ist es auch nicht und jetzt alleine, wenn man überlegt, die Fliesen, die wir bräuchten, die haben wir ja noch nicht am Haus. Und die haben wir über Zala Keramia oder wie das heißt, oder Sala Keramia, dieses Geschäft, die haben den kompletten Mai noch zu. Also ja, es ist gar nicht an Fliesen zu kommen und dann dementsprechend können die Handwerker auch nichts machen. Jetzt ist alles wieder flach. Wir wollten ja erst in den Herbstferien nach Ungarn und unser Haus einrichten, also Möbel kaufen und alles. Das hat schon nicht geklappt. Dann wollten wir in den Osterferien nach Ungarn fahren, um Möbel zu kaufen und unser Haus einzurichten. Ja, jetzt ist Ostern auch schon vorbei. Wir konnten noch nicht mal nach Ungarn fahren, weil halt die Grenzen alle zu sind. Ja, und jetzt bleibt abzuwarten, wann man denn wieder nach Ungarn reisen kann, um sich überhaupt mal wieder ein Bild vor Ort zu machen oder halt wirklich auch am Haus weiter zu sanieren, wann es da weitergeht. Und ja, wir wissen nicht mehr als ihr. Wir wissen nicht, wann wir das nächste Mal nach Ungarn können. Wir können, oder ich kann euch jetzt nur sagen, wovon wir ausgehen oder wovon ich ausgehe. Bernd hat noch eine andere Theorie. Die kann er euch ja vielleicht mal selber erzählen. Ich erzähle euch heute meine. Meine Theorie ist, dass wir dieses Jahr gar nicht mehr nach Ungarn können. So, davon gehe ich aus, dass die Grenzen zubleiben. Wir haben immer noch nicht diese Adresskarte. Wenn wir diese jetzt hätten, wenn wir sie letztes Jahr im Herbst beantragt hätten, wir sind ja leider nicht nach Ungarn gefahren, wenn wir die hätten, dann könnten wir wohl noch reinfahren. Aber ja, wir haben sie nicht, wie viele andere von euch wahrscheinlich auch nicht. Und so müssen wir halt hier warten, bis die Grenzen wieder offen sind. Und ja, ich vermute, dass das dieses Jahr nicht mehr geschehen wird. Also nicht für den Tourismus. Das kann ich mir nicht vorstellen, dass wir da noch reinkommen dieses Jahr. Und selbst wenn die Grenzen jetzt auf wären, dann ist ja auch alles geschlossen. Man kann halt dann schön spazieren gehen. Ich meine, das würde ich auch machen. Ne? Das wäre wunderbar. Und gerade jetzt, ich bin so lange jetzt schon zu Hause und kann nicht arbeiten. Mein Nagelstudio ist geschlossen. Das ist jetzt die fünfte Woche. Wenn ich jetzt, oder wenn wir diese Zeit in Ungarn verbracht hätten. Wir hätten so viel an unserem Haus schaffen können. Wahnsinn. Aber wir kommen halt nicht rein nach Ungarn. Das ist das Problem gewesen. Unter anderem. Ein weiteres Problem war natürlich auch,
dass wir gar nicht wussten, wann wir unsere Geschäfte hier wieder aufmachen können. Wir konnten ja jetzt nicht einfach nach Ungarn fahren und dann hieß es eine Woche später, wir können wieder aufmachen. Ich meine, das geht ja immer noch vor. Noch leben wir in Deutschland, noch sind wir nicht ausgewandert. Und das werde ich nämlich auch immer wieder gefragt, ob wir jetzt in Deutschland oder in Ungarn sind. Also wir leben in Deutschland und unser Plan ist es, in ungefähr 8 Jahren auszuwandern. Und auch jetzt, Bernd hat seit heute wieder sein Geschäft geöffnet oder unser Geschäft, den Einzelhandel. Aber in 2 Wochen wird halt neu verhandelt und es kann sein, dass dann das Geschäft auch wieder geschlossen wird. Und natürlich haben auch wir dann finanzielle Einbußen. Also jetzt waren mein Nagelstudio 5 Wochen geschlossen. Oder 4,5, 5 Wochen. Die 5. Woche fängt heute an. Und der E-Zigarettenladen war jetzt, der war 2-mal geschlossen. In der Zwischenzeit durfte er 1-mal wieder aufmachen für ein paar Tage. Also insgesamt 3 Wochen geschlossen. Und natürlich haben auch wir finanzielle Einbußen. Und natürlich wissen wir auch nicht, wie es weitergeht. Selbst wenn die Handwerker jetzt in Ungarn weitermachen könnten. Und wir denen sagen würden, ja, macht mal alles schick. Wir müssen auch hier ja alle Kosten weitertragen und haben 0 Einnahmen. Ich meine, jetzt, das ist überhaupt kein Problem jetzt, aber wir wissen ja nicht, wie das weitergeht. Es kann ja sein, dass in 2 Wochen wieder gesagt wird, alle Geschäfte müssen schließen und keiner weiß wieder, wie lange das geht. Und ja, da könnt ihr euch vorstellen, wir haben doppelte Kosten, hier die Miete, dann den Laden die Miete, also alle möglichen Kosten, die Krankenversicherung und das alles müssen wir selber tragen. Und wenn man das halt über, sage ich jetzt mal, Monate macht, ohne jegliche Einnahmen, dann wird es irgendwann auch bei uns eng. Und dann würden wir halt auch sagen, jetzt erstmal besser nicht das Haus weiter sanieren, weil wir das Geld erstmal hier brauchen. Aber ja, das, da kann man halt nicht in die Zukunft schauen. Soweit ich weiß, wird bei uns am Haus zurzeit noch nicht mal der Rasen gemäht, weil halt wirklich die Menschen in dem Dorf zu Hause bleiben sollen. Die sind da von Haus zu Haus gegangen und haben halt gesagt, hier Ausgangsbeschränkung, bleib bitte soweit es geht zu Hause. Und die halten sich auch so gut es geht da dran, weil die auch Angst haben, sich gegenseitig anzustecken. Es sind viele ältere Menschen in dem Dorf und ja, das sind halt Risikopatienten. Ja, jetzt wisst ihr, dass es wieder nicht weitergeht an unserem Haus in Ungarn. Und jetzt möchte ich noch ein paar Worte an euch richten. Ich bekomme einige Nachrichten, dass es nicht mehr weitergeht hier auf meinem Kanal mit Auswandern. Und dass es ja jetzt halt die alltäglichen Vlogs hier aus Deutschland, die haben nichts mit Ungarn zu tun. Und ich soll meinen Kanal umbenennen oder so. Und dazu möchte ich jetzt was sagen. Und zwar, als ich hier auf diesem Kanal nur Auswandern Ungarn Videos gezeigt habe und auf meinem 2. Kanal die täglichen Vlogs hier aus Deutschland gezeigt habe, da wurde sich öfter beschwert, dass es doof ist, dass auf dem einen Kanal sind wir in Ungarn und auf dem anderen sind wir in Deutschland und das ist so irreführend und das ist halt dann, natürlich war das zeitversetzt. Ich habe zum Beispiel letztes Jahr Ostern ganz viel in Ungarn gefilmt und habe das dann bis über den Sommer hinaus jede Woche ein Video für euch geschnitten und hochgeladen. Und so sah es auf diesem Kanal immer so aus, als ob wir halt schon in Ungarn wohnen, sag ich mal in Anführungsstrichen. Natürlich war es jetzt Ostern nicht so heiß wie im Sommer, aber da wurde sich halt beschwert, dass das so zeitversetzt ist. Logischerweise wohnen wir aber ja noch nicht in Ungarn und ich wollte nicht, sag ich mal, 4 Wochen Videos euch zeigen, dann 3 Monate gar nicht wieder zeigen und dann wieder, dann wäre der Kanal halt total eingeschlafen, wenn ich das nicht immer Woche für Woche so gestreckt hätte, weil dann monatelang gar keine Videos kommen. Und das fand ich persönlich, ja, traurig und doof. Und deswegen habe ich das immer so gemacht und habe versucht, es allen recht zu machen. Und das habe ich nie geschafft, nie. Es wurde sich immer beschwert. Deswegen habe ich das am Ende jetzt so gemacht, dass ich das mache, wie es mir am besten gefällt. Irgendwie ist das unscharf. Nicht unscharf, aber auch so dunkel. Jetzt ist besser. Also habe ich das am Ende dann so gemacht, wie es mir am besten passt und wie ich mir das gerne vorstelle. Und ich mache am allerliebsten Vlogs. Also ich filme am liebsten den Alltag. Ich weiß, das ist von vielen nicht gerne gesehen. So, ich bekomme Kommentare wie kann man nur so sein Privatleben öffentlich stellen und so.
Also keine Sorge, alles zeige ich hier nicht. Ich habe auch viel Privatleben, was ich nicht teile. Ich teile, sage ich mal, 20 Minuten, 15 Minuten von meinem Tag, von unserem Tag. Und ich mache das einfach unwahrscheinlich gerne. Aber natürlich ist auch viel noch verborgen, was ich nicht zeige. Sachen, die wirklich privat sind, die keinem was angehen. Und das wird es auch immer geben. So. Und für mich war es viel Arbeit mit den zwei Kanälen, da ich ja halt eigentlich auch noch selbstständig bin. Jetzt zurzeit halt ist das Nagelstudio geschlossen, aber normalerweise bin ich 6 Tage die Woche arbeiten. Und ja, immer auf zwei Kanälen. Und dann wurde sich auch immer noch beschwert. Deswegen habe ich gesagt, dann mache ich das jetzt nicht mehr. In meinem Urlaub komplett durchfilmen und das ganze Jahr für euch die Filme aufteilen, nur um am Ende gemeckert zu kriegen. Ich mache wieder einen YouTube-Kanal, wo ich das zeige, was ich möchte. Heute ist es halt ein Video zum Thema Auswandern Ungarn. Und morgen oder übermorgen kommt wahrscheinlich wieder ein Vlog hier aus Deutschland. Und wenn wir dann natürlich irgendwann wieder nach Ungarn reisen dürfen, was ich hoffe, dass wir im Sommer hin dürfen und im Herbst hin dürfen und im Winter hin dürfen, aber das weiß ich nicht. Aber ihr wisst, ihr kennt das selber, alle, die jetzt in Deutschland sind, die möchten auch gerne nach Ungarn und dort ihre Zeit verbringen, in Urlaub verbringen. Ja, und wenn wir halt wieder in Ungarn sind und es dort weitergeht an unserem Haus, dann werden wir natürlich auch die Kamera mitnehmen und euch zeigen, wie weit unser Haus ist. Dieser Kanal wird, hoffe ich, niemals einschlafen. Ich werde euch immer mitnehmen, sei es hier durch unseren Alltag, durch unsere Selbstständigkeit, das Thema Auswandern Ungarn. Es wird immer wieder hier aufkommen. Ich werde euch in Ungarn mit zum Balaton nehmen und natürlich auch unser Haus zeigen, wie wir Möbel einrichten, aber halt alles in Form von Vlogs und nicht so, wie ich ursprünglich dachte, dass ich euch Themen raussuche, recherchiere im Internet zum Thema Ungarn und Auswandern allgemein. Also jetzt nicht nur Auswandern Ungarn, sondern auch zum Beispiel Auswandern Amerika. Das hatte ich eigentlich geplant, dass ich zu allen möglichen Ländern Informationen raussuche und diese hier dann halt zeige. Zum Beispiel Länder, wo es Geld für gibt, wenn man dorthin auswandert. Sowas gibt es ja tatsächlich auch. Sowas wollte ich euch gerne mitteilen, weil es gibt natürlich auch Menschen, die nicht nur nach Ungarn möchten, sondern auch woanders hin. Aber gerade für diese Videos, die so viel Arbeit machen, wo man so viel recherchieren muss, habe ich immer so viel Kritik bekommen, dass ich keine Lust mehr habe darauf. Und deswegen mache ich das nicht mehr. Dann wurde gesagt, dass ich jetzt Vlogs mache, weil ich schnell auf den fahrenden Zug aufspringen möchte, weil man so viel Geld damit verdient. Und da habe ich dann auch drunter geantwortet unter diesem Kommentar. Ich kann euch sagen, also sowieso mit YouTube verdient man nicht viel Geld, aber mit Vlogs verdiene ich noch weniger als mit den Videos Auswandern Ungarn. Also finanziell ist das der absolute Ruin, weil Vlogs werden bei weitem nicht so viel geschaut wie diese Auswandern Ungarn Videos. Die Vlogs mache ich einfach, weil sie mir Spaß machen. Das ist einfach mein Herzblut. Und ich habe Werbung in den Videos einfach, weil ich eine Kameraausrüstung habe, weil ich einen Laptop habe, weil ich die mit Musik hinterlege, wo ich monatlich einen Beitrag für bezahle. Einfach nur, damit ich nicht alles alleine tragen muss. Selbst die Werbung, die geschaltet wird, trägt nicht alle Kosten, aber wenigstens einen kleinen Teil. Und deswegen habe ich halt die Werbung da drin. Also nochmal, YouTube ist wirklich nur ein Hobby von mir. Ich werde damit nicht reich. Was ja viele wirklich immer denken, dass man damit reich wird. Es nimmt sehr viel Zeit in Anspruch, was ich gerne mache. Ich liebe es. Ich liebe es, Videos zu drehen, zu schneiden. Und gerade sowas jetzt hier einfach vor der Kamera sitzen, mit einer Tasse Kaffee mit euch reden, ich habe da total Spaß dran. Aber wenn man dann halt immer negative Kommentare bekommt, natürlich, ich bekomme auch positive Kommentare und dafür danke ich euch, dass gerade Leute, die mir immer zuschauen, Marie und Biene, ihr schaut mir immer zu, quasi von Anfang an, seitdem ich meinen Kanal habe, die Katharina und viele, viele mehr. Und ihr schreibt mir immer positive Kommentare und für solche Menschen macht das riesig Spaß, YouTube zu machen. Wenn mir Sachen geschrieben werden, so, Michaela, ich schaue dich so unwahrscheinlich gerne, einfach so,
deine Art und so, dann mache ich das umso lieber, dass ich mich abends hier hinsetze, 4 Stunden und mein Video schneide. Dafür mache ich das. So denke ich mir, wow, es hat sich gelohnt. Jemand hat sich gefreut und hat sich dein Video angeschaut. Aber wenn man natürlich negative Kommentare bekommt, also ich sag mal, ein negativer Kommentar ist, zieht mich mehr runter, als 10 positive Kommentare mich positiv stimmen, wenn das Sinn ergibt. Ich weiß nicht, wie ich das sagen soll. Aber ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Also es ist halt wirklich schade drum, dass man immer wieder runtergezogen wird. Und ich finde es richtig schade, dass diese negativen Kommentare es geschafft haben, dass ich damit aufgehört habe, diese Sachen zu recherchieren und diese Videos zu machen. Und ja, ich hoffe, dass es niemals diese Kommentare schaffen werden, dass ich wirklich komplett aufhöre mit YouTube. Denn ich möchte euch weiter mitnehmen zum Thema Auswandern Ungarn und alles andere, alle anderen Themen. Ja, also das war eigentlich alles, was ich sagen wollte. Ich hoffe, es geht euch allen gut. Ich hoffe, ihr bleibt alle gesund. Und ich hoffe, wir sehen uns vielleicht bald in Ungarn. Dazu wollte ich auch noch was sagen. Manchmal wird mir in die Kommentare geschrieben, dass wir uns ja vielleicht mal in Ungarn sehen. Also ihr schreibt mir, dass ihr mich in Ungarn seht. Und ich schreibe dann halt immer, dann müsst ihr mich ansprechen, weil ich euch natürlich nicht erkenne. Für mich seid ihr halt alles Fremde, in Anführungsstrichen. Ich weiß nicht, wie ihr ausseht. Und natürlich, wenn ihr mich mal ansprecht, ich habe sowas noch nie erlebt. Ich wurde noch nie von Fremden angesprochen. Ich weiß nicht, wie ich reagiere. Ich hoffe, ich bin dann halt so, hui, hi, schön dich zu sehen oder so. Aber es ist halt total komisch, von Fremden so angesprochen zu werden. Also habt Nachsicht mit mir. Es ist für mich dann auch das erste Mal. Und ja, hiermit verabschiede ich mich. Macht's gut, bleibt gesund und wir sehen uns alle ganz bald wieder. Tschüss!